In der letzten Folge habt ihr gesehen, wie ich ziemlich hart von PvE gefickt wurde. Und nachdem ich mich wieder aufgerafft habe, bin ich wieder ans Tame gegangen, hab alles wieder Archie ist auch nachgeholt. Also gleich wir haben wieder zwei neue ready. Archies, wir haben einen Terzi gefangen. Auf dem Weg zur Pinguininsel haben wir versucht, Pelagonisse zu fangen, damit wir direkt mit Poli weiter starten können. Und so ging es dann auch die ganze Zeit weiter. Also ich habe dann erstmal sehr viele Dinos Perfekt, gesammelt, die können wir sogar breeden. um mich einigermaßen aufzubauen und die Base endlich mal ein bisschen sicher zu gestalten. 145, den wollen wir haben. Bye, have a great time. Das ist einfach arg. Das ist der Pelagonis auf dem Meeresgrund gesunken. Das ist so dumm. Nachdem ich dann also endlich einen Ersatzpelagonis gefangen habe, habe ich Poli mir bis zum Abwinken gefarmt, sodass wir locker eine Woche Ruhe hatten. Auf dem Rückweg habe ich dann noch alle Drops mitgenommen, die ich gefunden habe. Danach ging es weiter mit den üblichen Prozedere. Auf zur Harbour Island, dort ein paar Stegos mitgenommen, Perlen tauchen gegangen, auf dem Rückweg noch einen neuen Ankylo mitgenommen. Später habe ich dann noch ein paar Schildkröten gefunden und da ich natürlich tierlieb bin, habe ich die Mutter nicht getötet, sondern habe sie geclaimt und mir dann das Baby auch noch geschnappt. Demzufolge hatten wir dann schon ein ganz gutes Ausgangsmaterial mit Level 145, kann man denke ich was anfangen. Und da hatten wir auch endlich alles zusammen, um die normalen Autoturrets aufzustellen und die Base endlich mal ein bisschen abzusichern. Nachdem ich das getan hatte, ging es weiter, noch einen Yuti zu tamen, denn ich wollte mich schon langsam auf die Bosse vorbereiten, denn mein Plan stand von Anfang an, ich möchte Bosse so früh wie möglich machen. Ich weiß, die Caves sind besetzt, ich werde an ihre Artefakte nicht an alle rankommen. Demzufolge werde ich meine Punkte, die man auf den Server so ansammelt, über Zeit und übers Spielen, für Artefakte verbrauchen müssen, denn die sind ja geclaimed. So zumindest der Plan. Da ich mir vorstellen kann, dass es viele Leute verwirrt, ich nutze sehr, sehr selten tatsächlich Fallen, weil ich finde, Fallen sind mega Time of Waste, wenn man weiß, wie Tiere laufen und welche Angewohnheiten sie wo haben, kann man sie meistens ganz gut in der Umgebung verstacken. Klappt nicht immer hundertprozentig. Wahrscheinlich könnte man darüber auch ganz hart streiten und ich waste damit noch mehr Time. Keine Ahnung, aber ich habe mir das so angewöhnt und ich benutze, wie gesagt, sehr selten Fallen. Deswegen auch der Yuti einfach ganz normal getamed, wie immer. Nachdem ich alles zur Base zurückgebracht habe, dachte ich, ja cool, wir haben jetzt einen Stand, mit dem kann man endlich mal was anfangen. Und während ich so crafte, passierte das. Zu dem Zeitpunkt saß ich noch mit jemand anders im Voice, dem guten Tobi, einfach ein bisschen um zu quatschen und sich nebenbei ein bisschen anzustacheln. Jetzt noch wegpacken. Nein, mein Anki wurde gerade getötet. Von was? Oh, Von fick dir? dich. Nein, von dem scheiß Dilo. Oh, deine Mutter, Alter. Von dem Ah. beschissenen Dilo. Ich werd bescheuert. Und das wird mich richtig stören. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Oh, ich kotze im Strahl, weil der auch passiv da draußen stand. Halt dein Maul! Nein! Was? Hat er jetzt ein Tier getötet? Aus dem Luftmittel. Natürlich läuft der Giga jetzt hier rum. Na genau. Na Nein, warum denn wirklich. auch nicht? Der hat gerade meinen Sattel von dem Ankylo gefressen. Oh, du Ficker. Oh, nee, komm. Komm, ich komm her, komm her. Jetzt mein Terry noch nascht, Alter. Ich rast aus, Mann. Sich ein Tier richtig anstrengend zu zählen. Ja. So, weil die Narkose einfach in 10 Sekunden schon wieder weg ist. Ja. Der Giga ist stuck. Könnte ich ihn einfach tamen? Naja, das ist mir zu riskant. Feiern Gunpowder in dem Job. Nehme mich doch. Was ist denn mit dem Giga? Kann der jetzt einmal bitte einfach sterben? Oder wenigstens wohin gehen? Muss ich den jetzt echt erst anschießen? Wer hat denn den auch hierher gelockt? Oder Tobi, das warst du, Mann. Ich hasse dich. Im Schneebiom. Das hat mein Polymer. Ja, aber du hast vorhin den Giga hergeholt. Gar nichts habe ich gemacht. Glas, Alter. Gar nichts. Ich habe einen krass PP gerade aus dem roten Drop bekommen. Zu 100% verdient. Schönes Pumpgun-DP. Dann kann ich den Giga später schön wegpumpen.
Oh, Ankies. Oh Junge, ich würde den halt echt gerne entweder tamen oder wegjagen, aber der hat halt... Nicht auf den Terry, nicht auf den Terry! Oh, du Wichser. Nein. Soll ich schon den Grabstein bauen? Komm, Terry. Komm, mein Kleiner. Nein! Nein, was passiert? Halt dein Maul jetzt! Willst Junge, Alter, halt's Maul! Ohne Witz! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Ich hasse mein Leben, was ist das denn jetzt? Oh, fick dich doch! Oh, ich hab keinen Bock mehr! Ich hasse ArcPvE so hart, Alter! Das ist so dumm! Leck mich doch. Ja, komm, dann gehen wir uns was... Ja, easy, Alter. Wir tamen uns einfach was Neues. Gar kein Problem. Ey, es macht doch Spaß. Ja, Mensch. Willst du drüber reden? Alter. Junge. Nee, Alter, ehrlich nicht. Das hat jetzt sein Terry getötet. Natürlich, hat mein Anki mein Terry getötet und dann stand er noch mit seinem Kopf eine halbe Minute in meiner Base. Ja, dann hast du ihn mit Betäubungsfeilen abgeschossen. Und es hat jetzt ist er weggelaufen. Genau, deswegen. Weil er Respekt vor mir hatte. Ja. So. Ja, tamest du den jetzt nicht einfach? Halt dein Maul. Was soll ich denn da tamen, Alter? Ich meine, klar, ich könnte ihn tatsächlich tamen, aber. Ja, dann lässt du den einfach hier. Bei. Wie heißt der? Tinte. Die Base laufen. Das war ein gutes Stichwort, denn Carnivore Island wurde von Virustinte geclaimed. Ja. Okay. Somit ja, okay. Ist das auch ein Artefakt weniger, was ich farmen kann. Habe ich aber allerdings erst später herausgefunden. Okay. Virustinte. Das wird böse. Das wird böse. Du weißt, dass wir die Höhle brauchen. Brauchen das Artefakt daraus. Da wird es wohl irgendwann Knickknack machen. Weiter ging es danach mit dem Standardprogramm in Ark. Farmen, farmen, farmen. Zwischendurch immer wieder vom PvE ein bisschen geärgert werden. Und dann geht es auch weiter. Farmen, farmen, farmen. Alter, halt dein Maul, wie da einfach 5 Trodons mit einmal angejumpt kommen. Na genau. So komplett aus dem Nichts, Alter. Wo liegst du betäubt? Nirgendwo. Na, sag mal. Ich bin ja nicht betäubt. So, schade. Boah, bei mir läuft's gerade nicht. Nee. Bei mir rennt es. Es sprintet. Sprintet in den Tod, Alter. Gar nix tot. Klar. Nur für die Gegner. Ach, was denn für Gegner, Junge? Was denn für Gegner? Guck dich doch mal an. Kleiner Spoiler am Rande. Tobi hat bis heute nur eine 1x1 Steinhütte. Zumindest habe ich noch nichts von ihm weitergefunden. So die klassischen, ich raide dich weg, Spieler, und am Ende passiert eigentlich gar nichts, weil sie gefühlt eine halbe Stunde am Tag gespielt haben und dann denken, damit können sie irgendwas reißen. Wer sollte ich denn fighten? Wer hat denn Bock auf so eine Noob? Den ersten Teil unterschreibe ich, der zweite ist leider hart daneben. Ja, meinst du? Pass auf, ich schreibe jetzt morgen Englisch. Ja, okay. Und danach gezuchtet. Aha. Ich will meine Base. Ja. Du erstens niemals finden wirst. Okay. Und dich wahrscheinlich auch nie wieder finden werde, nachdem ich sie gebaut habe. Und dann? Und dann sind 2 Wochen vergangen, Alter. Wir wipen den Server und wir starten neu. Genau, ah, perfekt. Aber dann auf Center. Aber dann auf Center geht's richtig steil, Alter. Ja, wenn's auf Center mein Baseboard noch gibt, dann holy moly. Mhm. Ja, da bin ich ja mal gespannt, Alter. Pass auf, dann machen wir das so.
Und ich rate dich dann dafür auf Scorch Earth.